Hallo, guten Tag und hallo, ich grüße euch alle herzlich zur nächsten Folge von Endless Space, wo wir immer noch bei Essa sind. Ja, ist natürlich ein bisschen bitter, aber das machen wir weg. So, weiter. Naja, Zugende wird bearbeitet, bla bla bla. Was haben wir hier? Jetzt, Janus ist jetzt umgeswitcht, da braucht man aber auch keine Nahrung. Was ist das hier? Kollaborationsnetzwerk. Was? Plus Fähigkeit, alle Flotten im Orbit dieses System auszuspionieren. Brauchen wir aber momentan, glaube ich, dann nicht. Nein, gehen wir lieber auf Tech. Der ist momentan wichtiger. Du bist momentan bei 2 Bevölkerung. Was eventuell sinnvoll wäre, wenn wir jetzt hier direkt auf den nächsten Planeten hüpfen. Obwohl das nur Wissenschaft. Ah doch, machen wir. Oder auch nicht? Ich habe eine Idee. Bauen wir ein Kolonieschiff. So, dann können wir dann den zweiten Planeten kolonisieren. EP beim Bau... Invasar. Toll. Einer der schwächeren Planeten. Ist aber nicht so... Also, Systeme. Ist aber nicht so schlimm. Passt schon. So. Nahrung sollten wir momentan ja auch genug haben. Okay, ich sehe gerade, produzieren wir gerade nicht so geil. Machen wir den hier noch erstmal zurück. Ja, machen wir das hier. Dann haben wir das schnell durch, dann kriegen wir mehr Nahrung. Ja. Passt so. Der Schlechter ist da. Hier, die kriegen da keine Schnitte gegen. Also, die können dann machen, was sie wollen. Die werden da nicht weit kommen. Die Eroberer, ja, die müsste ich eigentlich tacken, genauso wie die hier. Ja, was soll ich dazu sagen? Lassen wir jetzt... Oh, warte, ich glaube, ich kann jetzt mehr Flotten mitnehmen, ne? Ein mehr, aber das ist jetzt nicht so interessant. Ja, der Schlechte, der bleibt mal hier. Ja, wir benötigen eigentlich keine Armee. Momentan. So, den wollen wir natürlich nicht abgeben. Der soll da drauf bleiben. Verteidigungsbunker für Sternsystem, Erholung von Invasion für Sternsystem. Nee, das brauchen wir nicht. Alles, was wir nicht brauchen, können wir so lassen erstmal. Und erstmal nach Foris und kolonisieren. Den Gasplaneten würde ich behaupten. Ja. Yep. Helium ist Wissenschaft. Ganz wichtig. Pro-Bürger, ja, ist schon klar. Hier haben wir noch nicht genug Leute. Nee. Dieses Kolonialrecht halte ich für wichtiger. Was haben wir hier? Die Bevölkerung ist eigentlich noch nicht ganz ideal verteilt. Den können wir nach da schieben. Ja, lass mal so. Obwohl Methan bringt Produktion. Was bringst du? Nee, du bringst mir eigentlich gar nichts. Eher auf dem Methanplaneten. Genauso eigentlich hier Karl. Ja, tun wir erstmal komplett auf Methanplaneten. Ich rüste jetzt mal diese Gasplaneten eher mehr aus. Du hast da gar nichts. Also, ach komm. Oh. Ja, das ist ein enormer Unterschied. Das lassen wir lieber auf dem Planeten. Selbst wenn wir da weniger Bevölkerung dadurch machen. Hier haben wir jetzt auch was. Da können wir den hier rüberschieben. Haben wir nochmal mehr Produktion. Intensivbewirtschaftung für die Mondplaneten. Haben wir aber wahrscheinlich alle erforscht, ja. Genau. Dich müssen wir noch bearbeiten. Den Wüstenplaneten können wir jetzt direkt danach machen. So, da. So, zack. Was ist mit euch? Ihr seid eigentlich ganz gechillt. Ja. Sterngitter. Ja, okay. Das ist jetzt nicht so wichtig. Hier haben wir jetzt auch nichts. Der Gasplanet ist sowieso schon voll ausgereizt.
Was haben wir hier? Hier haben wir an sich keinen Gasplaneten. Obwohl ich jetzt gerade im Überlegen bin, doch diese Intensivwirtschaft langsam auch noch danach zu machen. Denn wenn wir nachher Truppen bauen, ist es eigentlich unmöglich, sonst die Truppen vernünftig aus hier zu behalten. Ne? Also man muss ja immer nach und nach und nach und nach bauen. Ist nicht unwichtig. So. Wie lange brauchen wir denn noch für unseren Tech für unsere Truppen? Ist der siebte Tech. Gefällt mir jetzt natürlich gar nicht. Was habe ich denn als dazwischen gehauen? Der ist jetzt momentan dabei, die größere Schiffsklasse zu machen. Okay, kann ich schon verstehen. Dann lassen wir das so. Dann bleibe ich da einfach und schalte mir jetzt erstmal nach und nach einfach die Flotten aus. Denn das bringt uns ja auch was. Also von daher. Genau. Jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich 520. 24 davon. Okay. Und ich meine, ich habe ja auch Wissenschaft was gegeben. Das schreibe ich mir jetzt mal auf. Ich bin jetzt neugierig, ob das so funktioniert. Also wir haben momentan 2272 Wissenschaft an der angewandten Atmosphärik oder wie auch immer heißt. Und Geld haben wir momentan 524, bevor ich jetzt die ganze Zeit Ussel gelavert habe. Du, schlechter angreifen. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch eine stärkere Flotte uns gegenüber. Also er rüstet langsam auf. Sabotage und jetzt machen wir hier ja, Waffenübertaktung. Will ich mir jetzt wieder angucken, weil er sieht ja eigentlich schon ganz nice aus. Nur wir haben halt so viele Waffen, ich könnte die eigentlich wieder auch hier ausrichten auf einen, aber ich halte das eigentlich mehr für einen Fehler momentan, wenn wir das tun sollten. Wir haben zwar ein Schiff nur weniger, aber Streufeuer, also bei kinetischen Waffen ist Streufeuer, glaube ich, ja wesentlich effektiver. Jetzt haue ich erstmal Reparatur bei mir drauf. Das haben wir ja gerade gesehen. Damit wir auf jeden Fall die erste Schlacht aushalten, ne? Hier, weil der geht jetzt gerade ein bisschen schon kaputt. Wir wollen ja nicht, dass er wirklich kaputt geht. Die haben noch keinen Schaden wirklich genommen. Wundert mich. Ja, die ersten Treffer kommen rein. Ein Schiff haben wir schon down. Zwei Schiffe haben wir schon down. Ja, der Schaden wird extrem spät angezeigt, meiner Meinung. Jetzt haben wir Waffenstörung drin. Barriere. Nicht gut. Wir setzen jetzt momentan ein bisschen auf Verteidigung. Schaden teilen wir aber noch nicht viel aus. Ich bin auch am Überlegen, ob wir langsam mal umrüsten sollten, also auf die nächste, bei den nächsten, ob wir ein bisschen mehr auf Laser gehen sollten. Wäre eventuell von Vorteil. Der hat nur auf Verteidigung gesetzt. Auch interessant, aber jetzt, das reicht nicht. Also hier auf Short Range, das ist richtig hart, gegen uns da zu kämpfen. Naja, das ist der Kreuzer von denen. Der hat keine Chance. Haben aber wesentlich mehr Schaden jetzt eingenommen. Eingesteckt. Also langsam kriegen die schon Flotten, die uns jetzt hier gefährlich werden können. Jetzt kurz noch kurz auf die Zeit. Habe ich die gestartet? Ja, habe ich. Und jetzt gucken wir aufs Geld. Also Geld habe ich jetzt circa 80 mehr bekommen. Schön. Ja, ob sich das jetzt im späteren Spielverlauf lohnt, ist jetzt halt fraglich, ne? Und der Wissenschaft haben wir, ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Also egal wie, ja. Das sind circa 160 jetzt gewesen. Da sehe ich das auf jeden Fall drauf ein. Also dann den Krieg weiter fortzusetzen. Weil wenn wir dafür Wissenschaft generieren, warum nicht? Warum auch nicht? So. Du musst plus Nahrung. Ja, dann machen wir mal, wir spauten das. Warte, du, zwei Nahrung. Ja, dann geh du da mal rüber. Ist schon gut so. Thylos. Ja. Machen wir mal die Nahrung abbauen. Na, dann müssten wir den hier nach da schieben. Machen wir auch. Ja.
dann könntest du da auch gut Nahrung produzieren in 2 Runden. Dann kann man den auch, dann lohnt sich dieser Planet dann auch irgendwie wieder, ne? Für die Nahrungsproduktion. Ja, ist okay. Und du bist da alleine. Wir können ja jetzt mal gucken, was wird das kosten, dich aufzuwerten. Das stimmt, das kann man ja nicht da machen, das kann man nur hier. Aufrüsten 300. Ja. Wisst ihr was? Das mache ich aber auch. Dann haben wir wenigstens den schon mal vernünftig stark. Die Eroberer, ja, die können wir noch nicht aufwerten. Da warten wir noch. Schiffsklassen. Oh, die ist nächstes dran. Die Schlachtschiffklasse. Ja. Ja. Sieht sehr gut aus. Sehr gut. Ja, ich weiß jetzt gerade noch nicht. Ja, okay, das bringt es wohl dadurch. Wir könnten noch so rumgehen. Ist egal, lassen wir jetzt einfach so. Passt schon. Runde beenden. Barney hat jetzt hier auch fertig. Hier haben wir genug Leute. Ja, kannst du rüber. Barney. Barney war hier. Okay, der Typ kann jetzt hier, glaube ich, auch dann langsam weg. Die haben ja hier gut ausgebaut. Wo brauchen wir noch Hilfe? Hier haben wir. Du kannst momentan dann darüber. Das bringt Geld, Wissenschaft, Geld, Wissen. Oh, das bringt auch nochmal. Nee. Wir brauchen Produktion, ja. Auf jeden Fall. Ziehen wir den dann auch rüber. Dann können wir das hier schnell ausbauen. Dann passt das nämlich da auch wieder. Was bist du denn? Bis Wasser. Wasser bringt Geld. Geld brauchen wir nicht. Geld haben wir genug. Hier haben wir noch ein zu viel. Beziehungsweise 2 zu viel, aber ist ja egal. Machen wir hier Nahrung. Ja, obwohl das eigentlich kaputt ist. Nein, es kaputt ist. Es kaputt ist. Ja. Du kannst gerne nach da. Obwohl der arktische... Na komm, machen wir trotzdem. Im Endeffekt produziert er ja Nahrung. Sonst ist die verschwendet. So, hier haben wir ja auch eigentlich ganz gut. Ja, dann weiß ich gar nicht, was wir jetzt hier groß machen sollen, ne? Kann da eigentlich ein Barney bleiben, ne? Der eine Typ. Obwohl, Barney ist ja jetzt eigentlich komplett ausgebaut, ne? Ja, nee, dann ziehen wir den nach Vasat. Hier kann er jedenfalls wesentlich mehr tun. Ja. Hier, das ist auch noch nicht ganz fertig ausgebaut. Besonders halt nahrungstechnisch haben wir da ein Problem. Du bist jetzt mein Typ. Okay, alles klar. Du bist ja eigentlich mehr auf auch auf Ausbau ausgelegt. Was haben wir denn hier? Also 20% mehr Produktion oder mehr Nahrung ist natürlich geil. Wenn wir nehmen, Produktion. Also 20% ist natürlich heftig. So. Du bist okay. Ja, das dauert noch ordentlich was. Egal, lass mal so. Weiter geht's. Was haben wir hier gebaut? Ein Eroberer. Lassen wir mal. Machen wir direkt den nächsten Eroberer rein. Wir wollen ja auch vernünftig erobern. Genau. Du bist jetzt hier wieder der Nächste, der jetzt hier rankommt. Bekämpfen. Ja, komm. Dann mache ich jetzt wieder auf Reparatur. Ich will meine Schiffe vernünftig noch behalten können später. Ich habe eine Idee, glaube ich. Das ist eine ganz geile Idee. Ich baue auch eine neue Schiffsklasse. Eine Korvette. Befehlspunkte. 2, 2, 1. Oh, Schlachtschiff. Geil, ich kann gleich ein neues Schiff designen für meine Offensiven.
Aber das machen wir nachher. Jetzt machen wir hier erstmal Deflektoren. Das hier für unsere Korvetten. Dass wir auch da nicht übelst aufs Maul bekommen. Und dann... ein Reparatur. Packet. Genau. Das reicht mir schon. Das können wir eigentlich auch machen. Dann können die hier für Raumschiffschlachten kämpfen. Ne? Ja. Obwohl, ein bisschen kinetische Verteidigung ist ja auch nicht verkehrt. Langstrecke, Nahkampf. Kann ich noch einen dritten reintun? Ja. Wenn ich die Tonnagen erhöhe, ja, dann kosten sie... Oh. Der Kostenfaktor ist ja enorm dann, ja. Passt so. Das ist mein kleiner... Heel Cruiser. Cruiser. Ja, ist mein Heel Cruiser. Sehr schön. Den bauen wir jetzt auf und schicken den dann in die veraltete Flotte. Jetzt kann man hier noch ein Schlachtschiff, da können wir erstmal direkt eine Tonnage erhöhen. Da brauchen wir eigentlich auch diesen Reparaturscheiß hier nicht. Spart etwas für unser Hauptschiff. Panzerung, auf jeden Fall. Plus Verteidigung, ja. Wir können auch ein bisschen auf Antrieb setzen. Und... ja... oh, mehr Schaden für die Waffen. Ja, das brauchen wir eigentlich gar nicht mal so viel machen. Dann tun wir die Panzerung weg. Ja, sonst haben wir nicht mehr vernünftige... ja, ihr wisst, was ich meine. Alles klar, jetzt machen wir hier erstmal zwei, viermal jeweils, dann machen wir fünf, weil wir es können. Und dann setzen wir hier auf Midrange einige Laser ein. Ja. Einige Laser, Short Range die kinetischen Waffen und gar keine Raketen. Obwohl ich jetzt eigentlich schon finde, dass wir ziemlich überfüllt sind mit allem, ne? Also dieses Waffensystem ist unablässlich, dann kann man... ja, das ist top viel. Dann haben wir halt zu wenig Antrieb oder beziehungsweise zu wenig hiervon. Das bringt mir auch nicht hilft mir auch nicht weiter. Ach nee, der ist auf Mittel... nee, warum ja nicht auf Mittel... Nahkampf. Dass wir einfach viele Kanonen haben, die einfach in eine Richtung ballern. Genau. Raketenabwehr, die fehlt ein bisschen. Zweimal. Genau. Gut. Das ist jetzt unser Schlachtschiff, was jetzt hier für uns jetzt die nächsten Kriege gewinnen wird. Und das ist dann... das Berserkerschiff. Berserker... und Rage dadurch. Also wenn wir jetzt mal kurz gucken. Also die Angriffsstärke ist momentan hier 500 gegenüber den schlechter. Ja, das ist natürlich ein guter Unterschied. Circa von 200. Für dasselbe Schiff. Was ist das hier? Präzisionsrate des ausgewählten Schiffsdesigns. Gut, ist ein bisschen niedriger. Hat aber... nicht... okay. Die Lebenspunkte sind wesentlich niedriger. Warum das denn? Ach, wegen der Panzerung. Das macht die Panzerung so viel aus. Ah, warte, Schuh. Ich habe die zweimal drin. Achso, ich auch. Okay. Da ist doch irgendwas jetzt faul. Hm. Deflektor 5. Das 5. Wieso halte ich mit einem größeren Schiff weniger aus? Macht doch für mich jetzt keinen Sinn. Das ist echt die Panzerung. Gut, die Panzerung tun wir dann wieder rein. Das können wir nicht machen. Na, dann tun wir die Energie weg. Und die Panzerung dafür rein. Verbrauchen die so viel Platz, diese Laser? Ich habe davon keins mitgenommen. Nee. Hm. Kopie dieses Moduls könnte ich hinzugefügt werden. Was wie? Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht so richtig. Aber egal, gut, dann setzen wir ein bisschen mehr auf genetisch wieder.
haben dann dafür ein bisschen weniger Kampfkraft, aber unser Schiff hält wesentlich mehr aus. Also wenn ich jetzt hier den Faktor sehe und mal vergleiche, also das ist jetzt mal die Angriffskraft, ne? Sehe ich jetzt eigentlich effektiv keinen Unterschied. Okay, das erhöht sich anscheinend dadurch, keine Ahnung, aber nicht merklich. Aber jetzt hier ein Faktor von ein Drittel mehr Panzerung, beziehungsweise ein Drittel mehr Aushalten, halte ich schon für wichtig. Okay, die Präzisionsrate hat sich enorm gesteigert. Kann es natürlich auch daran liegen. Nee. Okay. Diese kinetischen Sachen sind wesentlich präziser. Das ist interessant. Gut, lass mal so. Aber dafür ist das jetzt, glaube ich, nicht mal so wesentlich stärker. Minimal. Ja, minimal. Ich habe auch wesentlich weniger kinetische Waffen. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wieso habe ich da wesentlich... Nahkampf, Nahkampf, Langstrecke. Jo. Nein, nicht der Oberer. Schlechter. Ach, das ist... Oh. Oh. Dann passt das jetzt aber... Ah. Jetzt verringert sich das automatisch. Aber jetzt hat der wesentlich mehr Angriffskraft als meiner. Als mein Schlachtschiff, das macht doch gar keinen Sinn. Die Reparatur setze ich auch mal weg und setze hier lieber drauf. Produktion ist was mehr und dafür hat er mehr... Wieso hat er jetzt mehr Kampfkraft? Also, das ist ein größeres Schiff. Aber das hat mehr Kampfkraft. Warum? Wegen den Raketen. Also ich habe 3 Raketen. Diese Laser sind, glaube ich, gar nicht mal so gut. Gut, Berserker. Wir tun mal die Laser weg. Tun dafür 2 Raketen rein. Meine Berserker-Klasse ist immer noch schlechter. Warum? Gut, wie viel Tonnagen kannst du maximal mitnehmen? Also, von der Größe her sehen sie da gleich aus. Deflektor... der Deflektor ist immer noch zu niedriger. Aha, aha. So. Okay. Jetzt haben wir Schilde. Ah, okay. Gut. Haben jetzt aber eher mehr Kampfkraft dazu gewonnen als verloren, aber egal. Verstehe ich nicht. Also ich habe dieselbe Größe. Für meinen Berserker. Aber weniger Kampfkraft. Da macht der Berserker ja gar keinen Sinn. Also ich habe ein Schild mehr. Also ein Schild mehr. Also dieses eine Schild macht so viel aus. Und zwar und eine Abwehrrakete mehr. Die tun wir mal weg. Tun wir mal weg. Den bauen wir einfach gar nicht. Das ist doch Kappes. Warum soll ich denn den bauen gegenüber zu dem? Verstehe ich jetzt gerade nicht.
Also jetzt habe ich mittlerweile alles aufgewertet und das macht gar keinen Sinn. Warte, Moment. Berserker modifizieren? Nee. Haben wir ja rausgetan. Scheiße. Ja, dann wird die Berserker-Klasse einfach gar nicht gebaut. Mir auch egal. So, du Typ, Produktion könnte ich erhöhen oder bei Nahrung? Ich würde behaupten. Nein, machen wir auch nicht. Du text dich allgemein mal hoch. Thylis. Ja, lassen wir einfach. Ich habe jetzt überall dieses eine Ding da gebaut, ne? Das machen wir noch so her, ist okay. Dass die alle wesentlich happier sind. Also könnte ich auch eigentlich die Steuern erhöhen. Also in manchen Dingern geht die höher. Oh, verdammt. In manchen sinkt die, also. Okay, der Faktor hier in Thylos. Muss ich um 40 erhöhen, ne? Oh ne, auf 40 erhöhen, Entschuldigung. Ja, warte, ich muss auf 40 erhöhen, damit sich das lohnt eigentlich. Aber ich bin so unentschieden. Mach mal einfach. Mach mal, ist okay. Dann können wir wesentlich mehr Kohle und können gleich einige Sachen dann schneller bauen. Was haben wir hier jetzt gebaut? Ein Eroberer 2.0. Invasat. Bauen wir gerade nichts anderes. Ist okay. Wir brauchen noch ein Eroberer 2.0. Und hier brauchen wir einen Heal Cruiser. Alles klar. Kann natürlich sein, dass das Spiel auch berücksichtigt, ob man hier schon ganz oft dieses eine Schiff gebaut hat, dass die sozusagen das explizit verbessern. Für mit abfallfreie Lieferanten. Jo, machen wir einfach mal. Passt. Du hier. Ja, machen wir mal. Du mit. Du hast hier was? Okay, Forschung bist du allgemein bei. Tarnanstrich brauchst du nicht. Das kannst du mal machen, aber. Was? Ödland? Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Macht ja beides gar keinen Sinn dann. Dann lass du das mal einfach so. Ich weiß, ich habe die Zeit eigentlich gerade um. Aber ich wollte eigentlich ja die Sachen hier alle einnehmen. Das ist doch scheiße. Komme ich jetzt alles auch schon wieder nicht hin? Mist. Ja. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, wir müssen unbedingt gucken, dass wir jetzt hier die Truppen bekommen. Ich bin jetzt am gucken. Na, Moment. Was dauert das noch? Also momentan. Oh, die sind jetzt dabei. Die sind dabei. Also dann sind wir hier bei den Hilfsmodulen. Okay. Und dann noch der fünfte. Also dann können wir mal gucken, ob wir eventuell hier eins auch mit zwei ausschalten können. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht vorher. Zwei. Akzeptiere ich. Lava Terraforming. Auf jeden Fall. Wegen dem da auch. Ja. Das ist der vierte, also drei, irgendwie sowas. Ja, ist auch okay. Gut, dann lassen wir es einfach so durchlaufen. Passiert und ich freue mich, wenn ich euch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn wir hier wieder weitermachen. Ich habe es gerade hier gesehen, hier ist schon die Automons. Kann ich schon sehen? Nee, ne? Nee, die Robotore kann ich nicht sehen. Alles klar, gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.